Willkommen im Chancenreich. Dies ist ein Podcast vom Koordinierungszentrum Frühe Hilfen, frühe Chancen. Herzlich willkommen zum Podcast Chancenreich aus dem Koordinierungszentrum Frühe Hilfen, frühe Chancen der Region Hannover. In jeder Folge stellen wir andere Bereiche der frühen Hilfen vor und der Angebote für Familien. Mein Name ist Jan und ich begrüße heute Anja aus dem Team Jugend- und Familienbildung. Richtig, schön, dass ich da sein darf. Ja, wir freuen uns, dass du Teil dieses Podcasts bist und uns einen Einblick in ein spannende Angebote gibst. Das Team Jugend- und Familienbildung hat ja vier Bereiche, also vier unterschiedliche Schwerpunkte. Dazu gehört die Jugendarbeit, dazu gehört der Jugendschutz, die Familienbildung und das Jugendgäste- und Seminarhaus Geilenhof. Wir sprechen heute über die Familienbildung, genau. Die Familienbildung, super. Genau, da bin ich ganz gespannt, aber bevor wir jetzt so richtig in die in dein Angebot so einsteigen, wir machen ja hier jetzt einen Podcast und Interessierte können mal reinhören, was so die Region Hannover an Angeboten vorhält. So ein Podcast ist ja nicht neu. Es gibt, glaube ich, seit Corona so einen Boom und viele, viele Podcasts sind auf dem Markt. Hörst du selber auch Podcasts und oder welchen hast du zuletzt gehört? Ich höre sehr viel Podcast. Ich finde, das geht immer zwischendrin, sei es mal beim Badputzen, beim Einkaufen oder beim Kind in die Krippe fahren. Ich höre am liebsten True Crime Podcasts. Da habe ich ungefähr alle durchgehört, die es gibt und freue mich immer wieder auf die neuen Folgen. Höre aber auch gern Kaulitz Hills, Senf aus Hollywood. Das ist mit Tom und Bill Kaulitz. Ehemals deutsche Sänger in einer Band und leben jetzt in Amerika. Und ich finde, die sind einfach auch sehr unterhaltsam. Super. Ja, spannend und unterhaltsam könnte es vielleicht auch heute werden. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall zu hören, was steckt so hinter der Familienbildung? Ja, erste Frage gleich an dich. So, was macht ihr denn überhaupt? Ja, in der Familienbildung bieten wir vor allem Familienerholungs- und Freizeitangebote an. Das heißt, das sind Angebote, die mal 3 Tage, mal 5, mal 8 Tage, aber auch mal 2 Wochen gehen. Man muss sich das vorstellen wie eine Freizeit, wie man das bei Kinder- und Jugendfreizeiten kennt, nur dass sie sich an die Eltern und an die Kinder richten. Das heißt, wir fahren mit denen weg, planen für die alles, führen das Angebot mit denen durch, kümmern uns um die Ausflüge, die Programmpunkte. Und im Idealfall haben die Familien dann wirklich nur ganz am Rande was mit der Organisation zu tun. Heißt, die müssen sich bei uns anmelden, aber ansonsten versuchen wir bei vielen Angeboten denen ganz viel abzunehmen. Heißt, genau, sich um die Programmpunkte zu kümmern, uns zu überlegen, was könnte den Kindern und Jugendlichen Spaß machen, was könnte den Erwachsenen Spaß machen. Essen gibt es dann meistens vom Haus und wir werden verpflegt. Die Anreise organisieren wir, also ein Rundum-Sorglos-Paket. Oh, das klingt ja richtig, richtig gut. Wenn ich mich, ich bin ja selber auch Papa und so und kann mir vorstellen, dass das ja immer sehr, sehr aufwendig ist, Freizeitaktionen zu planen und so weiter. Und wenn das an mir alles abgenommen wird, das klingt mir schon mal attraktiv. Wie gestaltet ihr denn diese Angebote aus? Du hast gesagt, es ist ja unterschiedliche Länge von 2 Tagen, manchmal sogar 2 Wochen. Wie gestaltet ihr das? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wo sind wir mit der Fahrt und wann sind wir an unterschiedlichen Orten. Wenn wir jetzt 3 Tage unterwegs sind, dann lohnt es sich natürlich, das irgendwo in der Nähe der Region Hannover zu machen oder in der Region Hannover. Das heißt, wir im Winter sind wir zum Beispiel im Harz und da geht es dann um Rodeln und Eislaufen, vielleicht Langlaufen, aber auch Gruppenaktionen im Schnee zu machen. Im Idealfall liegt dann auch Schnee. Es gibt aber auch so zur Weihnachtszeit Bastelangebote, die dann eher drin sind, weil das Wetter vielleicht ungemütlich ist und man soll sich entspannt auf die Weihnachtszeit einrichten oder einstellen.
Aber bei den Oster- oder Herbst- oder Sommerangeboten, die haben auf jeden Fall eher diesen Urlaubscharakter. Und wir besprechen dann auch viel mit den Familien, worauf haben die Lust. Und das können dann mal nur Kinderangebote sein. Mal sind es Ausflüge, wenn wir auf Föhr sind, zum Beispiel eine Kutterfahrt. Wenn es nur ein Angebot für die Kinder ist, dann kann das ein Geländespiel sein oder eine Sandolympiade. Das sind jetzt so Sachen ganz am Rande. Aber die bringen selber auch viele Ideen mit. Und das reicht von Sport, Spiel, Kreatives, Ausflüge. Also es ist ganz, ganz bunt gemischt. Das klingt ja wirklich, wirklich interessant. Also ich kriege schon richtig Lust mitzumachen. So Skifahren im Winter oder Föhr im Sommer. Und wofür macht ihr das? Unser Ziel ist es, Familien, insbesondere alleinerziehende Eltern. Das ist nämlich so unsere Schwerpunktzielgruppe. Wir bieten Angebote für alleinerziehende Eltern, aber manchmal auch nur für Mütter oder für Väter mit Kindern an. Manchmal auch Familien, in denen es zwei oder mehr Eltern gibt, an. Aber wie gesagt, der Schwerpunkt sind die alleinerziehenden Eltern. Und uns geht es darum, die Eltern zu entlasten, Entschleunigung zu schaffen, schöne Erlebnisse, aber auch für die Kinder. Denn es gibt ja zwei Personengruppen, die im Mittelpunkt stehen, also Kinder und Jugendliche, aber auch die Eltern. Wir wollen den Eltern ermöglichen, untereinander Austausch zu haben, also dass die einfach mal mit anderen Eltern, die gleiche Lebenssituation haben, sprechen können. Aber auch, dass die Eltern mit den Fachkräften, die die Fahrt begleiten, sprechen können. Vielleicht werden dann Familien mal an Beratungsstellen oder an andere Stellen weitervermittelt. Wenn ich mir so vorstelle, wenn ich mich bei euch anmelden würde, dann kenne ich ja überhaupt noch niemanden. Ne? Also ich kenne weder euch oder die anderen Eltern, die möglicherweise sich auch angemeldet haben. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es so ein bisschen ein komisches Gefühl auch ist, so was erwartet mich? Was macht ihr denn, um so Unsicherheiten auch abzubauen oder dass sich alle irgendwie gleich willkommen fühlen und wohlfühlen? Ja, das höre ich auf jeden Fall immer wieder, auch wenn Eltern sich bei uns telefonisch melden, dass das Angebot für die neu ist und die das noch nicht kennen. Erstmal versuchen wir natürlich immer einen freundlichen E-Mail- und Telefonkontakt zu haben und uns Zeit für die Familien zu nehmen, weil die stehen ja 100% im Mittelpunkt. Und uns ist es wichtig, dass wir so alle individuellen Wünsche, man kann nicht alle glücklich machen, aber dass wir ganz viel erfüllen von dem, was die sich vorstellen und von dem, was die erwarten. Und das wollen wir denen auch vermitteln. Wir versuchen, individuelle Lösungen zu schaffen. Aber was, glaube ich, die meisten Schwellen so am Anfang abbaut, ist, dass wir bei Angeboten, die so über 3 Tagen, also alle, die so ein bisschen länger sind, da bieten wir immer ein Vortreffen an. Das ist manchmal in Präsenz, manchmal ist das digital, damit die Familien sich schon mal untereinander kennenlernen, also die Eltern, aber auch die Kinder und die Jugendlichen. Und dass die Gruppe auch schon mal das Team kennenlernt, so dass es alle sich schon mal gesehen haben, voneinander gehört haben, man schon mal Erwartungen ausgetauscht hat, Wünsche fürs Programm besprochen, Fragen geklärt. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste, dass man am Anfang erstmal mitteilt, was sind meine Erwartungen, dann kann man sagen, können wir die erfüllen oder was bieten wir eigentlich, und alle Fragen zu klären, um Unsicherheiten dann einfach aus dem Weg zu räumen. Super. Die Angebote, die so mehr als 3 Tage gehen, wo finden die denn eigentlich statt? Also du bist ja in der Wedemark, in der Region Hannover, aber das wird wahrscheinlich über die Grenzen der Region Hannover hinausgehen. Ne? Du hast ja schon mal so angedeutet, Harz oder Föhr. Was sind denn noch so Ziele? Unsere Angebote sind ganz verteilt in Deutschland. Wir können ja mal über die Angebote in 2023 sprechen. Da sind wir jetzt zum Beispiel Ostern in Föhr oder auf Föhr. Dann gibt es Angebote in der Mitte des Jahres, die finden im Eat-Werk in Eschershausen statt, also im Eat. Da geht es viel darum, draußen zu sein, zu campen, zu klettern. Im Sommer sind wir in den Alpen und dieses Jahr auch in Südfrankreich. Das ist also ein ganz bunt gemischtes Angebot in Deutschland, manchmal auch über die deutsche Grenze hinaus. Muss ich da irgendwie besondere Erfahrungen haben, wenn du sagst, so klettern und so? Muss ich da schon einen Kletterkurs oder selber irgendwo klettern, oder kann ich das auch machen, wenn ich da überhaupt noch nie was mit zu tun hatte? Auf jeden Fall kann man das auch machen, wenn man noch gar keine Erfahrung hat, denn es gibt immer ein Team, was da ist, was die Sachen erklärt. Wir wollen Angebote schaffen, an denen alle dran teilnehmen können. Bei dem Kletterangebot ist es so, dass das ganze Material gestellt wird. Es gibt ein Team, das erklärt das Klettern, das führt einen dahin. Da braucht man keine Vorerfahrung. Und auch bei den anderen Angeboten gibt es keine Vorerfahrungen, die irgendwie nötig sind.
Anja, was muss ich denn sonst noch wissen? Eigentlich nicht mehr viel. Es gibt bei uns Teilnahmebeiträge, die für die Angebote gezahlt werden. Und wenn man Sozialleistungen bezieht, dann kann man einen ermäßigten Preis erhalten, zum Beispiel Bürgergeld. Dann reicht man den Bescheid ein und man bekommt bei uns den ermäßigten Beitrag. Es gibt eine Internetseite, da findet man alle unsere Angebote und dann kann man auch ein bisschen durchstöbern. Das ist www.team-jugendarbeit.de. Und da findet man auch alle Kontaktdaten zu den Verantwortlichen für die Fahrt und alle weiteren Fragen kann man dann immer gerne an die Person stellen. Ach super, alle Kontaktinfos finde ich dann gleich auf dieser Seite. Richtig. Super. Genau, dann werden wir die Seite, verlinken wir auch in unseren Shownotes, so dass man gleich mit einem Klick an die richtige Stelle kommt. Perfekt. Sag mal, fährst du denn auch selber mit zu den Fahrten oder organisierst du nur? Ich fahre auch selber mit. Es gehört alles dazu, von der Organisation über die Durchführung, die Nachbereitung, das liegt alles bei uns. Ich fahre selber mit, mein Kollege Laurin Brauer fährt selber mit, wir führen diese Angebote bei uns durch. Das klingt nach einem richtig, richtig schönen Beruf irgendwie, ne? Also gut, organisieren ist sehr anstrengend, aber so neue Orte kennenlernen. Worauf freust du dich dann am meisten, auf welche der Angebote, die jetzt dieses Jahr noch anstehen? Das kann man gar nicht so richtig sagen. Ich finde, es ist gar nicht unbedingt das Angebot, sondern die Vielfältigkeit der Arbeit, die einen immer wieder überrascht und die es auch besonders macht. Man lernt ja so viele unterschiedliche Kinder und Erwachsenen kennen. Das macht eigentlich immer das Schöne an der Arbeit aus. Aber natürlich ist es auch schön, in den Alpen ein Haus zu haben, was direkt in den Bergen liegt. Oder zur Weihnachtszeit mit den Familien beim Basteln ins Gespräch zu kommen über, wie war das letzte Jahr, was steht bei euch an den Feiertagen an, was sind vielleicht auch eure Herausforderungen jetzt an den Feiertagen, zum Beispiel, wenn man alleinerziehend ist. Das ist so das, was am meisten mir, glaube ich, Spaß macht. Ja, danke für den Einblick. Okay, wenn ich jetzt Lust habe, mich anzumelden bei euch, so, für wen ist denn das Angebot überhaupt da? Ganz allgemein richtet sich das Angebot an die Familien in der Region Hannover. Es gibt aber keine in Anführungszeichen typische Familie, denn wir haben Angebote für Mütter, für Väter, aber auch für alle anderen Familienformen. Wichtig ist, dass unser Schwerpunkt halt die alleinerziehenden Eltern sind, aber es gibt sonst keine typische Familie. Genau, und wahrscheinlich würde ich auch alle Informationen, die wichtig sind, auf der Internetseite nachlesen können, oder? Genau, also wie gesagt, da findet sich alles, was man wissen muss. Die Angebote sind kurz beschrieben. Es steht geschrieben, zu welchen Terminen die Angebote stattfinden, wo die stattfinden, wie die Unterbringung ist, wie die Verpflegung ist. Ich sagte ja schon mal, dass die meisten Angebote mit Verpflegung sind, aber wenn wir jetzt zelten im Eat sind, dann verpflegen wir uns da als Gruppe selbst. Aber das kann man alles auf der Internetseite finden. Zu jedem Angebot steht die Ansprechperson dabei, sodass man sich bei weiteren Fragen dann einfach an die Person wenden kann. Und auch ansonsten ist einmal ganz allgemein erklärt, was ist bei unserer Anmeldung wichtig zu wissen, was bringt es den Familien überhaupt, bei uns teilzunehmen. Ja, da findet man alle wichtigen Informationen. Soll ich besser anrufen oder eine E-Mail schreiben? Was ist euch da eigentlich am liebsten? Wie es den Familien passt. Also das kommt natürlich auch darauf an, ob wir selber einen Termin sind. Dann können wir mal schneller eine E-Mail beantworten. Mhm. Das geht beides, telefonisch und per E-Mail. Wenn die Eltern mal uns nicht, telefonisch nicht erreichen, dann einfach eine E-Mail hinterher schicken oder wir rufen auch zurück oder ein zweites Mal versuchen. Auf jeden Fall werden wir uns erreichen. Wo würdest du sagen, liegt die Chance für Kinder und Familien in dem Angebot der Familienbildung? Da geht es ganz unterschiedlich. Ein paar habe ich, glaube ich, gerade schon genannt. Also erstmal erfahren die Familien Entschleunigung und Entlastung. Sie können einfach mal runterkommen vom Alltagsstress, der ja so viele Familien auch betrifft. Sie schaffen schöne Urlaubs- und Erholungserlebnisse, schöne Erlebnisse für sich selbst, auch mal zu entspannen und mal abzuschalten, aber auch vor allem für die Kinder schöne Erlebnisse, denn die Kinder sind direkt dann in einer anderen Kindergruppe, können die ganze Zeit miteinander spielen, haben gemeinsam Aktionen. In so einem Rahmen wird Familie natürlich auch viel geboten, was man vielleicht zu Hause, wenn man 1, 2, 3, 4 Kinder hat,
gar nicht so machen kann, weil eine Gruppe von 18 Kindern, mit denen kann man natürlich ganz andere Angebote machen. Das wird ihnen geboten. Die Eltern haben die Möglichkeit und die Kinder natürlich auch, neue Kontakte zu schließen und einfach Personen kennenzulernen, die die gleiche Lebenssituation haben wie man selbst und sich dann über die Herausforderungen, die man so hat, austauschen zu können, vielleicht neue Lösungen zu finden für Herausforderungen, die man aktuell hat. Also das ist ein ganz bunter Strauß an Chancen, die man da mit so einem Angebot gewinnt. Klasse, genau. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, für die Einblicke in die Arbeit und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude für dieses Jahr. Also da stehen ja noch einige Aktionen und längere Termine und Fahrten an und da wünsche ich dir ganz viel Freude mit den Familien. Dankeschön, es war sehr schön hier zu sein. Wenn es noch weitere Fragen gibt, dann immer gerne bei uns melden. Wir freuen uns über alle Familien, die zu uns kommen und Interesse an unseren Angeboten haben. Danke fürs Zuhören! Alle Infos findet ihr auf hannover.de.